Oh, wir haben doch am Sonntag auf Eingefroren von Forti reagiert und ich schwöre, seitdem ich höre dieses Lied auf Dauerschleife, es ist so geil und immer bevor ich Videos aufnehme, beginne ich mich so abzuhypen mit Musik und jetzt habe ich gerade dieses Lied gehört und muss es nochmal spielen und nochmal spielen und nochmal spielen. Jetzt habe ich gedacht, nein, ich muss jetzt einfach die nächste Reaction aufnehmen, sonst wird das nichts mehr. Wir haben ja in der Woche 21 Reaktionen, die wir aktuell uploaden. Das ist ein krasses Tempo. Und heute haben wir Kaney030. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Kleine Handys, große Träume. Der Titel, der verspricht viel. Das ist, ja, wir sind dann hier an Holland, ne? Hinter mir die Bullen, die denken, sie werden nie getarnt. Kennzeichen sind out, kenn die Amjas schon mit Namen. Sitze vom Notar, aber mach Kiste noch klar. Free C, Free E, Bruder, fick das JVA, ja. Gestern noch ein G. Alter, der Vibe ist schon ziemlich geil, ey. Irgendwie so sad, melancholisch, aber irgendwie auch hungrig. So, also es passt echt voll zum Titel. 10 Stunden später aktivier wieder mein Tremor. Haben uns versprochen, Bruder, kein Geld verändert uns. Immer noch dieselben Jungs, immer noch für denselben Kurs. Jeder, der ein Kombi aufhat, Bruder, muss mir nichts mehr geben. Amsterdam hat uns gerettet, aber Urban schenkt uns Leben. Auf der Waage war nur Hase, verkauf niemals meine Karte. Lehne alle Labels ab, will mit niemandem mehr reden. Sie sagen, Bruder, geh ins Studio, du bist Künstler, mach paar Songs. Aber bin in Rotterdam, damit ich günstiger bekomme. Ein Kurs geplatzt, 6 Uhr morgens, Bruder, Razzia. Vielleicht brachte das ja, um seine Kunst zu machen. Hey, so irgendwie, also ich smoke kein Weed, so, ich vertrag den Shit nicht, aber Musik zu machen und ein bisschen dizzy vom Alkohol zu sein, ist einfach geil, so, das ist irgendwie, man fühlt es da manchmal mehr. Ja, nenne es von uns gegangen, spreche die Al-Fatiha geträumt. Den Effekt, so wo eben die Vögel rückwärts geflogen sind, das habe ich auch vor kurzem woanders gesehen. Das fand ich ziemlich cool. Das hat was. Von uns gegangen, spreche die Al-Fatiha. Ja, wie schön bitte ist es. Runtergeraucht worden, okay. Das sind so Sachen, keine Ahnung, kennt ihr das? Ihr findet irgendwas auf irgendeine Art und Weise schön. So, ich mache jetzt ein Foto, später guckst du dir das an. So, ja, okay, was machst du damit jetzt? Du wirst es jetzt nicht in deine Insta-Story hochladen, oder? Aber ich wünsche mir mal wieder mehr, dass Leute mehr so random Stuff in ihre Insta-Story hochladen. Das passiert viel zu selten immer. Also, am Anfang habe ich auch irgendwie viel random Shit irgendwie gemacht. Und das war lustig, das war wie Be Real, bloß halt auf Insta. So, und ja, und irgendwann wird es dann allgemein so, alles wird immer vorbereitet, aber gut. Damals noch hat auch was. Mitgegangen, mitgefangen. Vielleicht mache ich noch paar Kissen klar, davor mein Essen bis mein La, kleine Hände. Ey, ich weiß, jetzt direkt wieder Pause, aber was war denn das für Sticker mit so einem QR-Code? Ich meine, hier steht, glaub ich, sein Name drauf, oder? I guess so. Das ist ein cooler Sticker da mit dem QR-Code. Ah, oh, und das ist sein Instagram, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Also ich habe das gefühlt. Ja, aber es ist ein geiler Sticker. Sind klar davor, mein Essen bis mein La. Kleine Handys, paar Shababs. Ja, wir machen ein bisschen Schnapp. Heute macht keiner von uns unter 20 Millikarten. Sitze nachts im Bunker, meine Mama ruft an. So viel Hase in der Blutbahn, fühlt sich alles nicht mehr gut an. Vertrau nur noch der Gang und mein Bruder. Vor der Tür stehen jetzt Fans, keine Kunden. Das ist so ein Shirt, wo eben Polizei drauf stand, was er gezeigt hat. Ja, natürlich ist es hier in der Vorschau nicht. Sowas muss man eigentlich auf einer Party anziehen. Das ist ziemlich geil. So, Kippen sind hier auch noch am Start. Hier sind wir ein bisschen spiritual unterwegs, ist die Frage. Ja. Okay, Game Table. Das habe ich mal in der Shisha-Bar gesehen. Ich war so verwirrt. Ich habe das davor noch nie gesehen. Ich meine, irgendwann ist es immer das erste Mal. Aber ja, ich war so, was ist das? Und dann saßen welche da dran und andere wollten sich da auch entsetzen. Die haben die ganze Zeit Auge gemacht, bis sie gegangen sind. Als sie gegangen sind, sind die schnell dahin. Ich so, okay, das muss ja echt fucking viel Spaß machen.
hier nicht parken. Ja, chillig. Okay, chilliger Vibe, so chillig. Ist jetzt für mich nicht so die Playlist, aber kann man sich definitiv mal geben. So, es war jetzt mein erster Track heute Morgen, abgesehen von Eingefroren. Oh. Dafür ist es gut gewesen. Kleine Handys, große Träume. Lasst mal gern eure Meinung unten in den Kommentaren. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Abo da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Meine Selection ist gut, schon wieder finden sie den Beat geil. Feta etwas sieht, drückt für mich die 1 Beat.